koche ich die Platten aber vor, aber jetzt habe ich... Wollt ihr einen kurzen Zwischenstand von uns sehen? Ihr Lieben, ich werde Vlogger des Jahres. Opti-Megastore waren wir. Wir waren in Action und im Teddywarmer. Einen wunderschönen guten Morgen. Gerade habe ich den alten Vlog beendet und dachte mir, ich fange den nächsten Vlog gleich mal an. So. Mit der dreckigen Linse fängt man ja nicht an. Denn wir missten heute den Keller aus. Ich habe meinen Mann endlich dazu überredet, dass wir den Keller ausmisten. Wollt ihr den Keller mal sehen? Es ist die reinste Katastrophe. Ich sag's euch, die reinste Katastrophe. Ich zeig's euch mal. Man gehe hier bei uns die Kellertreppen runter. Man gehe hier herunter, ich will mal den Keller zeigen. Mein Mann steht schon tatbereit. Er hat keinen Bock. Sagt er, er hat keinen Bock. Er hat heute Bock. Was machst du dann gerade hier im Keller? Seine Sachen aufräumen. Naja, auf jeden Fall, schaut euch das mal an. Er hat keinen Bock, das ist mir egal. Der hat heute Bock. Das machen wir heute. Ich weiß nicht, ich habe eine Leidenschaft für Kartons aufheben, keine Ahnung. Viele Sachen haben wir davon schon gar nicht. Viele Sachen brauchen wir gar nicht mehr. Und deswegen misten wir heute hier aus und machen hier sauber. Das ist auf jeden Fall mein Vorhaben. Seien es noch nicht so ganz. Aber wir werden... Wer? Mauli ist wach. Ja. Den Raum würde ich ja auch gerne mal ausmisten, aber... Nein. Das ist ein Heiligtum, weil ich habe mal ausgemistet, dann hat er nichts mehr gefunden. Und dann hat er die ganze Zeit... Ja, gell, das kann man gar nicht zeigen. Genau, schnell Licht aus. Er hat schon recht. Ja. Aber das war letztens so peinlich, da kam der Kaminkehrer und der musste da hin und der hat sich wahrscheinlich auch gedacht, wir sind Messis oder so. Katastrophe, sieht das bei euch auch so aus? Nein, hoffentlich nicht. Ja, auf jeden Fall, das habe ich heute vor. Mal schauen, wie weit ich meinen Mann bringe. Auf jeden Fall will ich das machen. Mein Mann ist schon wieder fleißig am Bauen übrigens. Das mit dem Keller muss wieder warten, weil er jetzt hat, hier will er eine Steckdose hinmachen, weil er da auf das Ding eine Lampe draufstellen will. Naja, keine Ahnung. Ich nehme auf jeden Fall jetzt gleich die Amelie ab. Die kommt. Die Amelie kannst du in den Chefsessel tun, weil ich mache gleich die Lasagne jetzt, weißt du, Schatz? Dann kann die mit mir kochen. Die kocht nämlich immer ganz gern mit die Amelie. Ja, alleine mag die Amelie nicht sein. Die muss immer bei uns sein. Ich habe nämlich den Vlog, upsala, gerade für euch schon fertig geschnitten. Und jetzt werde ich mit der Amelie Lasagne kochen. Hackfleisch dazu habe ich schon mal rausgetan. Das friere ich mir ja immer so ein, in so flach. Und dann lege ich, es muss nicht mal warmes Wasser sein, am besten nicht warmes Wasser, ne? Salmonellengefahr und so, ihr wisst Bescheid. Und dann einfach in Wasser reinlegen und dann keine halbe Stunde später ist es aufgetaut, dadurch, dass es so schön flach wird. Und dann könnt ihr es verarbeiten. Mega Tipp, habe ich irgendwo mal gesehen als so ein Hack und so. Seitdem mache ich das immer so. Immer flach klopfen, einfrieren, wenn du es brauchst, 30 Minuten und dann kannst du loslegen. Ja, deswegen legen wir jetzt los und machen Lasagne. Ich mache ja schon längere Zeit jetzt immer meine Soßen selber und das ist so einfach. Früher habe ich immer Fixbütchen verwendet. Das ist so einfach. Ich breite jetzt einfach nur Hackfleisch in der Pfanne an. Ja, Amelie, jetzt ist aber gut, gell? So. Hat jetzt keinen Bock. Warte mal, Amelie, was kann ich dir geben? Ein Messer? Scherz. Hier. Jo. Einfach nur Hackfleisch in der Pfanne schön scharf anbraten. Dann mache ich mir Zwiebeln und Karotten ganz klein in diesem Ding hier. Und passierte Tomaten und Gewürze. Fertig. Und ihr kriegt so eine leckere Soße hin. Vielleicht erzähle ich später nochmal mehr. Ich muss jetzt mal weiter kochen und mich um die Amelie kümmern. Und das vermischt ihr dann alles zusammen, ne? Das Zwiebelding. Und dann bratet ihr das nochmal kurz an. Und das sind meine Gewürze, wo ich dafür benutze. Einmal Knoblauch. Kann man nicht lesen. Hoch. Hackfleischgewürz benutze ich da immer, richtig cool. Ihr wisst ja, Just Buys. Habe ich auch immer einen Rabattcode unten in der Infobox. Kennt ihr ja bestimmt schon von mir. Da gibt es nämlich ein gratis Gewürz, wenn ihr da bestellt. Und das Tomatending. Und schaut mal, was mein Mann macht. Der baut hier auch um. Das ganze Regal und alles auf die Ecke geschoben. Naja, und jetzt kommt dann gleich, die Gewürze kommen jetzt gleich mit hinzu. Und das Tomatenzeug und dann halt nur noch abschmecken. Leicht eine Prise Zucker vielleicht noch und Salz natürlich. Und dann wisst ihr ja, wie Lasagne geht, ne? Dann einfach schichten. Meistens koche ich die Platten aber vor, aber jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt habe ich schon angefangen. Und Creme Fraiche und Frischkäse kommt immer oben drüber noch drauf. Und dann Käse und dann ist es richtig lecker. Und schaut mal, das ist der leckere Salat, den ich doch dazu gemacht habe. Zu der Lasagne muss einfach Salat und das ist die fertige Lasagne. Die lassen wir uns jetzt schmecken. So, ich habe meinen Staubsauger runtergebracht. Ich habe es wird unscharf.
den Hochstuhl von der Amelie runtergebracht, weil Amelie muss natürlich überall dabei sein. Und wir gehen in den Zauberraum. Ein letzter Anblick. Und ich hoffe, wenn ich jetzt nochmal die Kamera anschalte, danach sieht es anders aus. Ja, da ist noch alles leer. Ich denke, danach wird es hier voll sein. Wollt ihr einen kurzen Zwischenstand von uns sehen? Ja. Ey, man, das wiederholt sich. Zeigen, hast du. Na, einmal Instagram, einmal YouTube. Schatz, ja. Dann meinte ich, wiederhole mich. Aber nicht alle, wo mir auf Instagram folgen. Na, aber ihr könnt mir da gerne folgen. Der hat sich Lisa Schnapper, da habt ihr einen kurzen Einblick gerade bekommen. Aber läuft jetzt langsam, oder? Also es wird langsam weniger. Ja, du gezwungen. Ich weiß gar nicht, wie ich das jemals alles ins Auto bringen soll. Und mein Mann sagt, er fährt nicht, weil er schon die letzten zwei Male war. Und er hat Angst, dass er ihn mit Namen kennt. So ein Bullshit. Hallo ihr Lieben, es ist schon der neue Tag und ich habe gerade meine Kamera gesucht. Ich habe euch knallhart hier unten vergessen. Knallhart, wir sind aber fertig geworden. Aber ich habe die Vlog-Kamera vergessen. Knallhart. Ich zeige euch nur schnell das fertige Ergebnis. Ich habe die Kamera gesucht, weil ich gerade einkaufen war. Ich war, oh, Silvester-Einkauf. Ich sag's euch, da war so viel los. Sieht doch jetzt richtig, richtig gut aus, oder? Kein Vergleich mehr zu vorher. Jetzt kann man auch wieder den Kaminkehrer reinlassen. Ja. Da müssen wir nur noch den großen Karton wegfahren. Ansonsten haben wir eigentlich so gut wie gestern, also ich war das, so gut wie gestern, alles weggefahren. Voll gut. Jetzt war ich gerade einkaufen. Jetzt muss ich eben den Food Haul für euch gleich noch machen. Was ist los, mein Schatz? Mach mein Papa gerade. Der tut den Einkauf reintreiben. Oh, ich bin weg. Den Food Haul. Ich tue gerade den Einkauf reintreiben. Der ist noch gar nicht da. Genau, deswegen habe ich die Kamera gesucht und dann ist mir eben aufgefallen, dass ich gar nicht euch das Endergebnis gezeigt habe. Aber jetzt erstmal Food Haul. So, Food Haul habe ich jetzt geschnitten und abgedreht. Bella spielt mit Amelie. Die anderen zwei machen hier lecker Schnitzel. Ich schaue nur zu. Ja, du schaust nur zu. Weil der Papa Hunger hat. Wenn der Papa Hunger hat, dann wird er zu Biber, dann muss es schnell gehen. Und er mag meine Kommentare nicht. Und irgendwie mag der Fokus mich heute auch nicht. Jetzt. Ja, und ich habe schon die Pommes vorbereitet. Die kommen jetzt gleich in die Fritteuse, die nicht mehr sehr lecker ausschaut. Was ist denn heute mit dem Fokus? Der weiß nicht, was er fokussieren soll. Weil ich wahrscheinlich nicht drauf bin. Ja. Und ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Wie mein Mann das immer sehr amüsant findet, wenn ich aber sage, der Fokus hat mich nicht gefunden. Wieso ist denn das so dunkel? Ah, jetzt. Was ich sagen wollte, jetzt war ich einkaufen. Jetzt machen wir Schnitzel. Und was habe ich nicht eingekauft? Paniermehl. Jetzt haben wir keins mehr. Ja, jetzt haben wir keins mehr. Jetzt musste ich selber Paniermehl herstellen aus Brotkrümeln. Ja, das ist auch schon alle. Ach, ist auch schon alle. Soll ich nochmal neues herstellen? Warte, Moment. Unser Essen sammelt sich so langsam auf dem Tisch. Pommes sind schon fertig, Salat ist schon fertig. Amelie chillt dann immer bei uns. Mein Mann hat sich Tomate Mozzarella gewünscht. Und wenn er sich das wünscht, bekommt er das natürlich. Oh, schaut sehr lecker aus. Sogar, er hat gesagt, er hat heute bestanden drauf, dass ich die Blätter kaufe. Also ich mag die Blätter nicht, ich kann mit denen nichts anfangen. Aber er sagt, das gehört zur Tomate Mozzarella. Und ausschauen tut das ja schon sehr lecker. Amelie, man hört gar nichts. Und hier... Katastrophe, oder? Sie hat ihre Stimme gerade entdeckt. Und dann schreien alle anderen auch. Ich sag's euch. Schnapper, Familie, hier ist immer was los. Und hier brutzeln noch die restlichen, wie sagt man dazu? Schnitzel. Hallo ihr Lieben. Immer muss ich in die Haare mir fassen. Wir haben es jetzt schon das neue Jahr. Ich habe die Vlog-Kamera einfach irgendwo flacken gelassen und euch vergessen. Schande über mich. Aber... ich habe, weil voll vielen das voll gefällt, ihr könnt es ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, weil voll vielen gefällt es mit den Vlogs, habe ich mir gedacht, vielleicht einmal die Woche so ein Vlog. Bei mir kommen immer ganz viele Hauls oder vielleicht zweimal die Woche ein Vlog. Mal schauen, wie ich es schaffe. Aber auf jeden Fall ist es so ein Vorsatz von diesem Jahr. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Deswegen vloggen wir jetzt gleich und wir machen nämlich auch gleich was. Und zwar kommen hier neue Vorhänge hin. Der Christbaum, den machen wir jetzt gleich mal weg. Der... frohe Weihnachten, wir hatten das Schild dahin gemacht. Damit man es nicht vergisst. Der kommt jetzt gleich weg, den bauen wir weg. Die Vorhänge, die Front, die zeige ich euch gleich. Die Kinder kommen nur gerade von der Terrasse rein. Die will er wegmachen. Mein Mann hat auch schon neue Vorhänge gekauft. So, die wollen Eis, läuft bei denen. Und die Vorhänge kommen auch weg. So. Die will ein Eis. Oh. So, jetzt nochmal, jetzt sind die alle drinne, um euch das zu zeigen. Ja, jetzt läuft die nächste.
Diese Vorhänge kommen weg und neue haben wir, also teilweise neue schon gekauft und das soll nämlich dann genauso werden wie meine Kinder, wie da. Also die gleichen Vorhänge haben wir gekauft wie da und das machen wir auf die Seite. Ich bin schon mega gespannt, wie das aussehen wird und der Christbaum kommt weg, genau das habe ich aber auch schon gesagt. Ich zeige euch meinen kurzen Zwischenstand. Das Brett hat er jetzt versetzen müssen, das war vorher, ihr seht es hier. An dem Dübel, das war vorher so ein bisschen anders, weil jetzt kann die Couch, dadurch, dass die Vorhänge ja wegkommen, die sind jetzt übrigens weg, seht ihr? Sieht richtig kahl aus. Die Vorhänge liegen jetzt da, die werde ich verkaufen, wie immer, auf eBay Kleinanzeigen. Sieht man gar nicht so richtig. Hab schon abfotografiert, muss ich es nur noch reinstellen. Und ja, da kommen jetzt andere Vorhänge hin. Die Lichtdecke, die glaube ich, müssen wir noch wegmachen, obwohl mir die super gut gefällt, aber das Gestrüpp da... Weil da so viel aufeinander trifft, das sieht da ein bisschen komisch aus, da hat mein Mann schon recht. Deswegen muss die wahrscheinlich auch weg, obwohl es mir da so gut gefällt, da an der Ecke. Also, vielleicht nur die Bahn lassen, das gefällt mir da so gut, aber ich glaube, das ist mehr. Schatz, das sind Zweige, wo hier so entlang gehen. Ach so, schade. Jetzt hätte ich gesagt, die eine hört da, hört hier auf. Hier. Die hört da auf. Das sieht auch komisch aus, wenn es davon, obwohl mit der Uhr abschließend, vielleicht. Nicht. Lass doch die einfach mal hängen. Wo ist der Stromkabel von der? Da. Hier, alles hier unten. Ach, da alles, ach so. Alles da unten. Ja, das auf jeden Fall. Mit Alexa, das ist ja, Couch, alles liegt hier rum. Kopfschmerzen. Kopfschmerzen, dann mit Tablette. Ja, läuft langsam. Wir waren jetzt gerade noch draußen spazieren und jetzt habe ich schon mal vorhin ja schon Pizzateig angeschmissen, weil wir ja Reste vom Raclette gestern haben und das machen wir meistens immer wenn wir Raclette gemacht haben, am nächsten Tag Pizza, weil da ja immer so viel übrig bleibt und das sind ja ideale Zutaten für Pizza. Da habe ich jetzt nur eigentlich die Soße neu dazu angemischt. Wenn da immer was übrig bleibt, friert die auch mal ganz gerne an. Den Pizzateig, den seht ihr auf Instagram, mein absolut bester Pizzateig, der geht so schön aus, ist so einfach und einfach mega lecker, Geheimrezept. Schaut so gerne mal auf Instagram bei Lisa Schnapper vorbei. Was ist denn, mein Schatz? Die beschwert sich, die ist immer mit bei mir beim Kochen, gell? Ja, jetzt hat sie aber keinen Bock mehr, jetzt hole ich sie gleich raus. Wir machen momentan immer so Mini-Pizzen, das mögen die Kinder gerade lieber. Die machen das immer jetzt auch, die belegen das jetzt selber. Ich habe denen nur alles hergerichtet, ich hole die Mädels jetzt gleich. Und dann belegen die ihre Pizza und dann kommt die in den Ofen und dann haben wir unser Abendessen schon. Richtig ideal. So, die von den Mädels habe ich jetzt gerade schon in den Ofen gemacht. Sieht man das überhaupt? Nee, gar nicht, das Licht ist zu hell. Ja, das sind die von den Mädels, die haben sie gerade selber belegt. Jetzt noch, die sind jetzt schon richtig schön aufgegangen. Jetzt noch steht da den Teig, der ist einfach der Hammer. Ich sag's euch, Lisa Schnapper, schaut's da mal vorbei, so ist mein Instagram-Profil. Da habe ich jetzt extra ein Highlight eingelegt für Rezepte. Das sind meine Top-Rezepte einfach verlinkt, aufgeschrieben. Und ich sag's euch, der Pizzateig-Rezept, ihr werdet ihn lieben. Das ist jetzt das von meinem Mann noch. Und dann noch meine, die belegen wir noch schnell und dann... sind wir fertig mit dem Abendessen. Also Abendessen, 15.29 Uhr, keine Ahnung, was das bei uns ist. Das ist so Zwischenessen. Die Vlog-Kamera lag mal wieder einfach nur rum. Es sind wieder ein paar Tage vorbei, aber ich zeige euch mal einen kurzen Zwischenstand. Das wird ein Vlog über Wochen wahrscheinlich. Nein, Scherz. Aber warte mal, ich muss mal das Licht hier anmachen, sonst sieht man es gar nicht. Alexa. Ich mache da mal schnell das Licht hier komplett an. Mittlerweile ist der Stand... Wow. Aber sonst sieht man nichts. Schief. Irgendwas ist da schief. Ja, ich ist weiß. Der noch nicht, muss ja noch angepasst werden. Ja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall hängen jetzt die anderen Vorhänge und irgendwie gefällt es mir nicht und irgendwie fand ich es vorher schöner. Mein Mann findet das Offene nach wie vor noch toll. Ich finde, da fehlt irgendwie was. Ich fand es vorher irgendwie schöner. Ich keine Ahnung, ich kann mich da irgendwie nicht anfreunden. Aber er hat gesagt, er hängt die anderen Vorhänge auch nicht mehr hin. Ich keine Ahnung, es geht schon seit 2 Tagen Operation Vorhang, ne? Ja, ihr seht ja, wie offen das jetzt ist. Wir wohnen wirklich hinten drin und kann kein Schwein reinschauen, außer die Nachbarn. Und das war's dann auch. Wir wohnen wirklich total versteckt und so darum geht's ja auch gar nicht. Aber irgendwie, ja, und mein Mann sagt, mein Leben ist öffentlich, also, und dann tue ich rumscheißen, weil die Nachbarin bei uns reinschaut. Und, aber darum geht's mir gar nicht. Ich laufe halt auch gerne mal nackt rum, ne? Scherz, aber... ja, aber ist doch so. Aber ich laufe jeden Tag nackt rum. Immer, nonstop, immer wenn Zeitraffer an ist, in Instagram. Also könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Lisa Schnapper heiße ich da. Ach, ich weiß nicht. Schreibt mir mal gerne unten in die Kommentare, was ihr besser fandet. Vorher oder nachher? Ne? Ihr Lieben, ich werde Vlogger des Jahres. Ich sag's euch, ich bin Vlogger 2022. Der Vlog geht über
Monate bald. Nein. Aber ist halt jetzt so. Immer nur, wenn es was Interessantes gibt, mache ich die Kamera an. Ansonsten bin ich ja immer aktiv auf Instagram. Ihr Lieben, habe ich euch diesen Stand... Oh Gott, jetzt ist das blöde Licht hier. Nee, das wird nichts. Das seht ihr nicht. Nee, keine Chance. Nee, warte, ich zieh's heller. Das ist hier keine Chance. Ja, ihr seht nichts. Wartet mal. Ah, jetzt. Ich hatte irgendwie falsche Kameraeinstellungen. Ja, so sieht das aktuell aus. Und wir sind unzufrieden. Ah, der Sessel kam auch noch mit nach unten. Passt uns aber auch nicht irgendwie. Doch, dir passt er. Mhm. Ja, mir passt er irgendwie nicht. Mir passt es irgendwie gar nicht so ganz. Irgendwie fand ich es vorher besser. Aber deswegen fahren wir jetzt zum Action und kaufen so ein bisschen Grünpflanzen und keine Ahnung, Gedöns, Deko. Und vielleicht gefällt es uns dann ja besser. Wir werden sehen. So, wir sind wieder zurück vom Opti-Megastore waren wir. Wir waren in Action und im Teddy war man. Und im Deichmann, aber da haben wir nichts gekauft. Ich zeige euch jetzt mal, was wir gekauft haben. Also, es steht schon teilweise. Einmal haben wir das Gestrüpp hier gekauft. Ich stelle es euch hier schön hin, damit ihr das auch wunderbar seht. Dieses Gestrüpp haben wir einmal beim Action gekauft. 12,95 €. Wunderschön, oder? Also wir kommen ja mit echten Blumen nicht klar. Wobei, die ist echt, aber ihr seht, sie sieht schon sehr verkümmert aus. Also echt ist bei uns nicht so. Dann haben wir gekauft, da ist mein Mann. Dann haben wir gekauft im Opti-Megastore, haben wir schon wieder über 70 € gelassen. Wir haben jetzt einen Verdunklungs-Rollo gekauft. Keine Ahnung, ob das die richtige Lösung ist, ich weiß es nicht. Aber wir probieren es einfach. Der hat gekostet... ich weiß es gar nicht. Es ist mega lange. Ja, reduziert, aber so richtig, ob das wirklich günstiger ist, wissen wir jetzt auch nicht. 23,39 € hat der gekostet. Und noch einer, damit es auf die Länge geht, 14,39 €. Ja, halt so ein... jetzt mal, dass ihr das auch seht. Einen Verdunklungsrollo. Einmal 1,20 und ich glaube, der ist 1,80. Ja, und da guckt jetzt mein Mann gerade, wie die ganze Konstellation so geht. Und der soll ja dann... genau hier an diese Fensterfront, weil das ja so kahl ist. Aber wir finden das Offene eigentlich cool. Aber in der Nacht fühlt man sich schon sehr beobachtet. Wir haben zwar ein Rollo, das haben wir schon. Aber wir haben gespart damals, wo wir hier eingezogen sind. Lass es. Ja, schau, ich darf es nicht mal berühren. Auf jeden Fall dahinter. Oh Gott. Ja, flippt gleich auch sonst. Damals, wo wir eingezogen sind vor... ich drehe euch mal um, dann ist es persönlicher. Wo wir eingezogen sind vor, wann sind wir eingezogen? Vor 6 Jahren. Haben wir alles selber umgebaut und das musste auf Sparflamme sein alles. Also wirklich, wirklich auf Sparflamme, weil wir nicht viel hatten. Wir haben das ganze Haus selber mit eigenen Händen umgebaut. Wir hatten keinen Handwerker, der alles gemacht hat und wir nur gesagt haben, da. Wir haben alles selber gemacht und natürlich Materialkosten und sowas haben auch alles gekostet. Deswegen haben wir zwar neue Fenster eingebaut, hier in dem Haus, aber die Rollos, die alten gelassen und die Rollos, wo jetzt noch drin sind, funktionieren schon, aber nicht so richtig und der ist auf seine 4 Meter breit mit dieser Fensterfront so riesig, dass es mega anstrengend ist, den runterzulassen, also brauchst richtige Muskelkraft und das machst du nicht, da hast du keinen Bock dazu. Das machst du vielleicht, wenn der einmal runter muss, aber nicht für jeden Abend. Jetzt, zurückblickend, würde ich das anders machen, also falls jemand von euch ein neues Haus baut oder Wohnung baut oder sowas, macht alles elektrisch. Macht es gleich, nimmt nochmal einen größeren Kredit auf und macht es gleich. Genauso wie Fußbodenheizung im Wohnzimmer vermissen wir auch, hatten wir kein Geld dazu. Uns hatte die Bank damals auch nicht mehr Kredit gegeben, mal davon abgesehen, aber so würde ich es jetzt anders machen. Fußbodenheizung, elektrische Rollos, allgemein das ganze Haus ein bisschen mehr modernisieren, elektrischer machen. Aber wir hatten halt da kein Geld dafür. Ja, das hast du halt jetzt, dass du halt, ist jetzt nichts Lebensnotwendiges, aber jetzt so, in manchen Situationen denkt man sich dann schon, Mann, hätten wir machen sollen. Na egal, jetzt habe ich schon wieder ewig gequatscht, ich wollte euch nur zeigen, was wir noch gekauft haben. Die Pflanze hatten wir schon, ja, die hätte ich gerne nochmal gehabt, die habe ich damals beim Action gekauft, aber vor einem halben Jahr, die gab es jetzt leider nicht mehr. Ach, hier, ich habe mal unser Grünzeug vermisst und 2x Katzengras haben wir gekauft. Kleine Katzengras hat 14,95 € gekostet und große 20,95 €. Ja, einfach damit ein bisschen mehr Grünzeug da ist. Ob es jetzt besser ausschaut oder schlechter, wissen wir auch noch nicht. Und sonst haben wir nichts gekauft. Doch, Kissen haben wir gekauft. Wo ist Mauli? Ach, da bei der Bella. Kissen haben wir gekauft. Hier noch bei Action.
die hier dreimal, weil ich mir gedacht habe, wer grün passt nicht mehr, muss ausziehen. Hier so. Oder? Was meint ihr? Also davor war es so. Also man kann das ja auch schöner hinlegen. Mein Gott, hier ist auch immer ein Verhau. Da habe ich extra so ein Körbchen gekauft, ne? Damit man das hier alles reinmacht. Und wo landet es? Daneben. Aber das ist ja so typisch, wenn man dafür extra was macht. So, also hier ist einmal... Ja, außerdem ist das Kissen auch schon irgendwie jetzt seine besten Zeiten hinter sich. So, dass der Streifen man nicht sieht. So, einmal mit grün oder einmal in beige. Da wir ja beige Vorhänge und jetzt alles beige haben, habe ich mir gedacht, passt... Ah, hier, passt das doch besser. Und es ist ja bei uns hier hinten bei der Sitzbank auch schon so. Die Kinder haben gerade Bauerntopf von gestern aufgegessen. Ja. Seid ihr schon satt? Ach so, super. Hast du noch Hunger, Bella? Willst du noch mal einen Topf? Naja, jetzt wisst ihr Bescheid. Was haben wir noch gekauft? Nichts mehr haben wir gekauft, gell? Die Kissen, pro Kissen, achso, pro Kissen bei Action 5,95. Ihr Lieben, ich beende jetzt diesen mega ultra chaotischen Vlog. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ihr hattet jetzt eine Unterhaltung und einfach einen lustigen Zeitvertreib. Ich werde mir Mühe geben bei den Vlogs, dass sie vielleicht nicht mehr über so viele Tage gehen. Oder findet ihr das schlimm? Oder was meint ihr? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Aber ich glaube, so ein Vlog über 2 Tage ist ganz okay. Aber über, ich weiß nicht, 10 Tage wie jetzt ist schon ein bisschen übertrieben. Naja. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Über ein kostenloses Abo natürlich auch. Und schaut doch gerne bei Instagram vorbei. Da würde ich mich riesig freuen. Da heiße ich genauso wie hier Lisa Schnapper. Da geht es nämlich jetzt weiter für mich. Ciao, ihr Lieben.